Motorhaube Fox, genau, im letzten Video. Das verlinke ich da oben. Da habe ich meinen Daily, der steht da hinten in der Garage, mit der Waschbürste traktiert, gequält. Und ich habe mir defekte und Swells reingezogen und am Schluss vor dem Video, wie gesagt, das, was ich da oben verlinke, habe ich gesagt, ich poliere die wieder raus, die Swells, und das habe ich auch gemacht. Genau, und die sind auch heraus. Und das schauen wir uns am Schluss vom Video an. Von daher müsst ihr am Ball bleiben und bis zum Ende gucken. Es wird ein Labervideo, aber das ist halt einmal so. Mit Einblendungen natürlich. So. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, Motorhaube habe ich gestern gewaschen und dann habe ich auch auf der Beifahrerseite einen Testspot gefahren. Einmal mit der Sonax Cut and Finish, die 5.5er, im oberen Beifahrerseitenbereich. Und bei der unten habe ich mal die M302, das ist so eine Mikroschleifpolitur genommen. Und da habe ich das untere Teil gemacht und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Sonax Cut and Finish, die 5.5er, hat mir nicht so gut gefallen. Die hat dann wegen Haze gemacht. Das werde ich euch mal einblenden. Den Übergang von der zur M302, den Übergang, da sieht man das, dass da wegen Haze bei der entsteht. Ja, von daher fällt die da schon mal raus. Und was ist jetzt halt noch? Jetzt muss ich mal gucken hier, warum so mediummäßig ich vorgegangen bin. Der Lack an der auf der Motorhaube, der ist nicht mehr so stark, der hat nicht mehr so viel Mühe, den habe ich durchgemessen und das Durchmessen, das schauen wir uns jetzt da noch mal ganz schnell an. So, ihr habt es gesehen, Motorhaube hat nicht mehr viel Klarlack und von daher musste ich ja wegen Piano vorgehen. Ich poliere lieber noch 10-mal Piano als 2-mal Vollgas und ja, dann war es das halt. Da ist kein Klarlack mehr da und der Lack ist im Arsch. Also von daher, ich mache das so, wie ihr das macht, müsst ihr wissen. So, Fahrerseite. Oben habe ich die F601 von Koch Chemie genommen. Für mich eine der besten Polituren und ja, wie ich das gemacht habe, ja, wie ich poliert habe, das schauen wir uns jetzt mal an und auch das nachher schauen wir uns an. Schaut es aus. Im unteren Teil habe ich dann die Perfect Finish. Das ist auch eine saugute Politur. Also ich finde die besser wie die andere. Und da habe ich jetzt dann ja, den unteren Teil von der Fahrerseite gemacht. Und danach bin ich dann
ja mit der M302 über beide Hälften drüber gegangen und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, Endergebnis, das einzufangen bei dem Daily Auto, bei dem VW Fox, die Farbe, so schön wie sie ist, aber das einzufangen auf der Kamera für euch, für mich, reine Katastrophe ist das. Also das, ich versuche das Beste irgendwie euch zu zeigen und vielleicht auch Standbild mal zu zeigen, aber entweder ist es was geworden oder ist es nichts geworden, das werdet ihr jetzt dann schon sehen. Also die Swells, ein paar sind übrig geblieben. Ich blende das mal ein, wie es zuvor ausgeschaut hat. Und ich werde auch jetzt dann, wie gesagt, nochmal das einblenden, wie es danach ausschaut. Vielleicht mit Standbild. Aber wie gesagt, es sind so kriselige Punkte, Defekte, leichte Kratzer, Steinschläge in der Motorhaube. Motorhaube ist 15 Jahre alt, von daher, es ist halt mal so. Aber die, ich sage jetzt mal, 90% sind die Defekte von der Waschbürste heraus und für mich reicht's. Und es sollte jetzt halt auch kein ewig langes Video werden und jeder poliert anders. Ich mache das halt so. So, kurz und knackig. Was noch? LKA, liken, gucken, abonnieren. Ihr könnt auch gerne kommentieren, Fragen stellen. Bleibt sachlich. Was habe ich noch hingeschrieben? Klugscheißer, die sollen sich ihren Teil denken, weil ich mag so und ihr macht so oder der macht so. Also zum Glück sind wir nicht alle gleich. Was noch? Fazit. Kommen wir zum Schluss. Und dann seid ihr mich auch schon wieder los. Zum Waschen. Wie gesagt, nicht die Waschbürste nehmen, sondern den Waschhandschuh. Und zum Polieren, wie gesagt, meine Favoriten ist die Sonax, die Perfect Finish. Im Nachgang die M302 von Kochgemi. Das könnt ihr machen wieder, wie ihr möchtet, oder ihr benutzt die F601. Hat auch saugut funktioniert. Ja, das war's dann schon. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Wenn ich zu lange gelabert habe, und ja, dann Daumen nach unten. Und was noch? Abonnieren kostet nichts. Genau, so. Und was ich im nächsten Video mache, das weiß ich noch nicht. Aber vielleicht sehen wir uns da auch wieder. Ciao. Hoffentlich habe ich das jetzt halt im Kasten. Als sechstes Mal mache ich das bestimmt nicht. Und jetzt halt noch ein Schluck Spezi, Paulaner Spezi, Siro. Fehlgriff, aber was soll's.